Ja. Hallo, ihr Lieben, mein Name ist Michael Faas, ich bin der Leiter der Landkreisredaktion und heute kommt Unwetter auf den Landkreis Landshut zu, nämlich es ist mit extremem Blitzeis zum Rechnen. Aktuell haben wir 10:30 und wir haben jetzt ein Krisenteam gebildet. Das ist nämlich die Steffi Huber, unsere Volontärin in der Landkreisredaktion, und die Franzi Eisenreich. Die Steffi Huber scannt heute ab 11 Uhr. 11:30 Uhr die sämtlichen Medien und schaut zum Beispiel da auf den Staurer da noch, wie der Verkehr rund um Landshut läuft. Hat aktuell das Kachelmann-Wetter und Windy.com im Blick. Da geht es nämlich dort um der Sektor um 14 Uhr. Quasi wird die Front erwartet rund um Landshut. Dann haben wir aktuell ist die Front in einem Bereich bei Weilheim, zwischen Weilheim und München, und zieht quasi in nordöstliche Richtung genau auf Landshut zu. Das heißt, ab 14 Uhr kann es richtig heftig werden. Passt bitte auf euch auf, und jetzt schickt man nämlich die Franzi Eisenreich los. Die hat nämlich gleich einen Termin bei der Autobahnmeisterei in Wörth und schwingt sich dort auf den Schneepflug und ist ab 11 Uhr unterwegs und versorgt euch mit aktuellen Meldungen und Bildern und Berichten unter www.idora.de. Also einschalten.